Hallo und ja, willkommen wieder zum kleinen Infovideo. Was ich bis jetzt so gemacht habe, was ich geschafft habe. Ich habe jetzt eine Stadt gemacht. Bis jetzt nur die Karte an sich gemacht. Die Charakter sind auch schon einige fertig, kann man sagen. Dafür vielen Dank an lieben Blue. Und ich habe ein bisschen so an die Musik mal ein bisschen rumgefeilt und so. Also, ich starte jetzt einfach mal. Der Bildschirm ist gerade leider so klein hier. Wenn mir wer sagen kann, ob es irgendwie größer gehen kann, ich weiß, es geht ein Vollbild, aber ich will, dass das Fenster an sich groß ist. Der kann es mir gerne sagen. Das wäre nämlich sehr gut für mich. Das wäre sehr, sehr gut für mich. So, wir starten jetzt aber erstmal. New Game. Wie ihr hören könnt, ich habe eine schöne Background-Musik am Title Screen gemacht. Das ist richtig schön. Und wir fangen dann praktisch hier in dieser Stadt an. Ich werde dann einfach so einen kleinen Dialog hier kommen, ne? Dann wird man wahrscheinlich automatisch hier hingehen, ne? Mit ein paar Charakter reden und so, ne? Und ja, das ist jetzt die Stadt. Ich habe auch so eine Musik im Hintergrund schon reingeballert. Ist, glaube ich, ganz okay. Ist halt so eine Hafenstadt, ne? Wo wir halt aufgewachsen sind. Ah ja, das ist unser Charakter hier. Kann ich ins Menü gehen? Wie kann man ins Menü gehen? Ah, mit X. Okay. Ja, hier sind wir. Practice Now. Ja, Soldier müssen wir noch wegmachen. Alles in Deutsch einfügen, so, ne? Haben mich bis jetzt noch nicht so beschäftigt, aber das sind wir bis jetzt. Wahrscheinlich werde ich auch ein anderes Title-Menü machen. Naja, wir sind halt genau. Braune Haare. Gelbe Augen, was sehr besonders ist, so gelb-orange halt, wir sind besonders, kann man sagen. Wir haben halt durch unsere Augen oder generell durch unsere Fähigkeiten haben wir schnelle Reflexe. Ja, sind generell sehr geschickt, ne? Und ja. Wie ihr sehen könnt, ich habe ja schon ein bisschen was gemacht. Ist auch ein bisschen hier sehr viel Leerraum, den wir jetzt auch mal hier beheben. Und ja, hier ist halt so das kleine Bürgermeisterhaus, so, na, kleines Schloss kann man schon sagen. Hier haben wir nochmal die Stadt. Muss auch noch ein bisschen alles mehr detailliert werden, mit Leuten hier drin und so, ne? Aber bis jetzt ist es doch ganz okay. Da kann man nicht so viel meckern, finde ich. Ja, hier ist die Kirche, wo praktisch unsere Kindheitsfreundin auch ist, ne? Mit den Nonnen und so, ne? Und dieses Haus hier. Ich werde es noch ein bisschen kleiner und gammeliger machen. Da werden wir dann drinnen wohnen. Das hat eine ganz besondere Funktion, dass dieses Haus genau hier ist. Was ganz Besonderes, dass es da ist. So. Ja, bis jetzt haben wir hier. Also bis jetzt ist die Stadt ganz okay, finde ich. Hier ist ein Pub, hier da ist ein Inn noch, ne? Ja, und jetzt können wir hier rausgehen. Funktioniert das? Na okay, da müssen wir nochmal einstellen, dass wir nämlich, wenn wir das berühren, rausgehen. Und nochmal einstellen. Aber wenn wir hier. Ich muss jetzt Enter drücken halt, ne? Ah. Und da ist hier die Overworld-Musik. Ich bin ein bisschen leise und ja. Hört doch ganz okay an, ne? Und hier kommt der Kampf. Mit unserer schönen Kampfmusik. Oh. Ah, das ist auf jeden Fall schön. Vielleicht schaffe ich es irgendwie noch, Waffen zu animieren, damit wir so Waffen in der Hand haben. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu schwer für mich. Wenn mir wer dabei helfen kann, und wer damit Ahnung hat und helfen kann, wirklich. Ich will gerne viele Features reinbauen und so, ne? Also, dieses Game wird auch sehr lange dauern, bis es fertig ist. So ein, zwei Jahre bestimmt, ey. Aber. Ich sag mal, ein gutes Game muss auch reifen, ne? Das muss auch reifen wie ein guter Wein, ne? Und je länger es dauert und je mehr Arbeit man reinsetzt, desto besser wird es.
Aber die Kampfmusik, es sieht so für mich schön aus. Einfach traumhaft. Die Charakter, die Gegner-Charakter, haben mich auch so Final Fantasy den ersten Teilen so übernommen, ne? Weil die sind relativ gut, die passen halt zu dieser Chibi-Einstellung bei mir. Die Backgrounds müssen auch mal ein bisschen bearbeiten. Also der passt nur gerade noch so, aber sonst, naja. So, killen wir den nochmal. Die Musik dauert, bis sie da ankommt. Ja, das ist unsere Victory-Musik praktisch. Aber dass es so lange dauert, das ist ein bisschen doof. Muss mal gucken, vielleicht liegt es an dem Audio, aber eigentlich nicht. Aber schön. Ja, wie gesagt, dass die beiden lange dauern, ist irgendwie komisch. Besonders hier geht's sofort, ne? Naja, okay. Ich kann mir schon denken, woran es liegen könnte, aber naja. Auf jeden Fall, Leute. Gebt mir bitte Feedback, wie es aussieht. Ihr könnt mir Ideen geben, ihr könnt mir Hilfen geben. Ich bin jetzt erstmal am rumgucken, wie ich das mache, wie ich die Charakter auf der Map platziere, wie ist da Textboxen einfach. Okay, die Textboxen sind relativ einfach, aber wie ist noch, wie heißt es? Wie sich die Charakter bewegen, wie ich Events auslöse, das muss alles noch lernen hier. Aber so schwer ist das, glaube ich, nicht so. Also, das habe ich schon relativ früh kapiert, alles. Früher, ganz früher. Und ja, ich würde gerne auf Deutsch haben, aber irgendwie, ja, ist es nicht so, aber naja, Englisch ist auch nicht gerade so die Welt. Auf jeden Fall, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Magi. Wo haben wir es? Da. Boah.